Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich gerne Pistaziencreme machen und möchte es selber machen, weil wirklich zum Kaufen, es ist wirklich sehr teuer. Danach vielleicht rechne ich noch aus, ob das hat mir gelohnt, selber zu machen oder nicht. Ich habe jetzt solche Pistazien im so ein Beutelchen, 250 Gramm, gekauft und geschält. Das geht wirklich ziemlich einfach. Einfach auseinander knacken. Und das sind die keine gesalzte Pistazien. Und dass ich diese schöne grüne Farbe möchte haben, muss ich irgendwie diese braune Schale, was die oben drumherum ist, abmachen, dass ich nur die grüne Pistazien habe. Und dafür habe ich mich entschlossen, das alles mit dem heißen Wasser übergießen. Nachteil natürlich, dass wir danach müssen die wieder rösten. Und müssen wir die ziemlich langsam rösten, dass die ihre Farbe natürlich nicht verlieren. Lasse jetzt das alles stehen, ungefähr so 10 Minuten. Und ich hoffe, dass danach kann ich besser diese Schale abziehen. So, ich habe schon versucht, nach 5 Minuten ein bisschen was zu machen. Und dann geht es wirklich sehr gut. Braucht mal nur an die Haut ziehen. Die geht ab. Dann haben wir schöne grüne Pistazien. Erstmal schäle ich die alle. Und dann müssen wir die auf den Blech legen und ungefähr bei 40 Grad. Wenn wir zu stark machen, dann können die braun werden und dann ist das kein Sinn, dass wir die geschält haben. Und deswegen muss man die langsam trocknen, aber die müssen dann wirklich danach wieder geröstet sein, dass wir die dann mahlen können, um diese Paste zu erzeugen. Deswegen erstmal schälen und dann die bei 40 Grad am besten im Backofen trocken lassen. Und ich werde euch sagen, wie lange es bei mir gedauert. Gestern habe ich die Pistazien so geschält und habe für eine Stunde in den Backofen gestellt bei 40 Grad, weil es sollte trocknen und nicht gebraten sein, dass die nicht zu braun werden. Nach einer Stunde habe ich gemerkt, dass die sind total noch weich. Dort ist das heiße Wasser. Die sind wieder so aufgeweicht. Und ich glaube, es hätte stundenlang gedauert, bis dass ich die zu trocken bringe. Deswegen habe ich die dann aus dem Backofen rausgenommen zum Energiesparen und habe die einfach sozusagen halben Tag und ganze Nacht auf dem Heizung stehen gelassen. Und heute früh, wo ich dann die angeschaut, die waren schön trocken. Und jetzt habe ich die gerade aus dem Backofen rausgenommen. Ich hatte die knappe 10 Minuten bei 150 Grad so ein bisschen geröstet, dass sie so schön trocken werden. Die sind jetzt so lauwarm. Und wir sollten die auch warm anfangen zu bearbeiten. Ich nehme aber nicht gleich alle, das für meinen Mixer. Es ist einfacher wird. Da muss man schon starke Mixer haben, dass sie zu zerkleinern bis zu Paste. Den werde ich immer Stück für Stück dazugeben. Es geht trotzdem ziemlich schnell. Schaut ihr, schon was wie Pulver. Eben noch dazu. Und so wahrscheinlich in 3 Etappen werde ich das fertig haben. Schaut ihr, was für so ein Pulver bekommen wir. Und jetzt die restliche. Und jetzt, dass wir diese cremige Paste bekommen, müssen wir ein bisschen von dem Öl dazu geben. So 1-2 Esslöffel gebe ich. 2. Und dann sehen wir, wie viel brauchen wir noch. Ja, es ist noch ziemlich
dick. Von den Nüssen hatte ich jetzt gehabt, nach der ganzen Bearbeitung, 130 Gramm. Mal ein bisschen schütteln und dann nochmal. Glaube noch ein Esslöffel mache ich und dann wird es auch 5 Esslöffel Öl. Das wird dann schon reichen. Und dann wieder noch mal gut verrühren. So sieht unsere Paste jetzt. Es ist möglich, die selber zu herstellen. Probiere jetzt. Ja, schmeckt nach Pistazie. Schmeckt wirklich lecker. Kann man sogar aufs Brot machen oder in irgendwelche Füllungen es machen. So, liebe Freunde, wenn ihr Interesse habt, selber den Pistazienpaste zubereiten und etwas bisschen von den Kosten sparen, besonders jetzt im Winter, ganz ehrlich, kann man, wenn ihr habt Fußbodenheizung, kann man sogar auf den Fußboden draufstellen, den Blech und die trocknen lassen, dann spart man natürlich etwas Energie. Ich habe jetzt auch die Heizung gestellt, weil wir haben so eine breitere Heizung im Wohnzimmer. Das ist im Winter ganz praktisch, irgendwas trocken zu lassen. Im Kühlschrank wird diese Paste bis einen Monat haltbar sein. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig, haben wir wieder was Neues ausprobiert und das hat alles gut geklappt. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr das nachmacht, würde mir sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!